Wunderschönen guten Morgen. So, neue Woche, neues Glück. So, den können wir da reinschmeißen. Die können wir direkt da reingeben. Dann huschen wir gleich mal darunter. Heute schaffe ich es rüber in die neue Höhle. Das weiß ich. So, heute werde ich nur die Produkte bei den Tieren schnell einsammeln. Werde zu Hause nicht recht viel was machen, weil wir brauchen Stein. Und wenn es gar nicht geht, hier ist eh nichts fertig, das passt. Und wenn es gar nicht geht, werden wir einen Stein kaufen. Oh, hier habe ich einmal vergessen anzupflanzen. Naja, naja, naja. So, die kann man gleich wieder füllen. Die nehmen wir mal mit. Katze. Ja, geh aus dem Weg, Katze. Oh mein Gott. Dann brauchen wir drüben 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Die packen wir dann gleich rein. So. Gehst du jetzt bitte aus dem Weg, Katze? So, danke schön. Okay. Also, die sind noch zu klein. Okay, so. Ja, ist gut. Nein. So. Hier noch, da noch. So. Die ich habe, habe ich. Alle anderen sind mir jetzt gerade. Ups, egal. So, gut. Dann holen wir uns noch schnell drüben die Eier hier. Neues Küken, die Moni. Alles klar, willkommen auf der Erde, Moni. So, kann man irgendwas, ja. Weg damit, ist egal. Weg damit, ist egal. Gerade, dass wir es einsammeln können. So, passt. So, dann, ei, ei. Da haben wir eines, da haben wir eines. Dann Milch, da haben wir Milch, da haben wir Milch. So, und 3, 3. Okay, ist egal. So, passt. Müll. Haben wir jetzt eh nur mehr den einen? Okay. So, von den Samenhersteller kann ich mir da noch welche. Ich kann mir die wirklich selbst herstellen. Okay, Goldbarren. Goldbarren habe ich hier nicht drinnen. Goldbarren. 2 Stück habe ich. Das heißt, das kann ich verkaufen. Das können wir hergeben. Und das können wir hergeben. So, herstellen. So. Gut, dann lass mal die Sense, lass mal hier. Die braucht man nicht. Die braucht man nicht. Die Samen, das und das. So, und wir gehen zur Schädelhöhle. Da machen wir gar nicht lang. Ratzefatz.
500 kostet das. Ist eigentlich schon teuer für eine Fahrt, ne? Das muss aber ein weites Stück sein. Und die Samen möchte ich mir unten noch mitnehmen. Die können wir zu Hause anpflanzen, sprich, die nehmen wir uns mit. So, warte. Was ist denn das? Achso, wächst ein neuer Baum. Die nehmen wir noch mit. So, dann kaufen wir rote Beete. Rhabarber ist das, ne? 7 Stück. Haben wir was dabei, was wir schenken könnten? Maxi vielleicht so eine Narzisse? Sie hat ein Herzchen drüber gehabt. Okay, die kann ich so nicht irgendwie ernten. Ne? Das sind nur die hier. Warte mal, kann ich da einmal reinangeln? Grünalge. Ich will doch irgendwelche Fische haben und nicht eine Grünalge. Ah, jetzt haben wir einen Fisch. Was haben wir? Skorpionkarpfen. Ah, da kriegen wir ihn her. Oh no. Was kriegen wir jetzt? Ein Sandfisch. Der muss rein ins Museum. Oder halt ins Gemeinschaftszentrum. Oh. Oh no, was bist denn du schon wieder für ein doofer Fisch? Oh Mann. Nein, ich wollte den Schatz noch mitnehmen. Okay, dann gehen wir später nochmal hin. Wir gehen jetzt rein. Was ist das? Das ist ein Fragezeichen. Okay, naja, wir schauen mal. Haben wir schon den ersten Gegner. Der ist aber noch nicht tot, wie es aussieht. Oh, was? Hey, wie hartnäckig ist denn der? Lässt... Der stirbt nicht. Jetzt müssen wir einen Abgang finden. Glaube ich, dass das auch so funktioniert. Was auf Ebene 3? Was? Aui. Aui. Ich bin gleich tot. Ich muss irgendwas essen.
Muss ich irgendwas essen? Ich muss irgendwas essen. Was kann ich denn essen? Ich hab das dabei zum Essen. Was könnte man denn noch essen? Erstmal gar nichts, ne? Ich habe Angst. Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ach was. Ja, passt schon. Verdammt nochmal. Menno? Okay, warte. So, Spezialfische, Sandfisch. Kugelfisch. Die hat bestimmt oben jetzt schon zu, gell? Vielleicht, dass ich mir ein anderes Schwert kaufen sollte? Hey Ori, ich habe gerade den Staub von meiner Säge entfernt. Hast du jemals was aus Holz gemacht? Ja. Großartig, dann sollte diese Blaupause ein Kinderspiel für dich sein. Wir kennen uns jetzt gut genug, dass ich dir meine Schreinergeheimnisse anvertrauen kann. Hier, das sind die Blaupausen. Ein Flötenblock und Trommelblock? Setze sie nach Belieben auf deinen eigenen Hof ein. Es ist ein gutes Gefühl, sein Haus mit etwas zu dekorieren, das man selbst gemacht hat. Ja, was bringt mir das? Oh, sie ist noch da. Sehr gut. Okay, warte. Wie viel würde ich brauchen, wenn ich sage, Hofgebäude errichten? 100 Stein und 300 Holz. Hofgebäude errichten, einen Hühnerstall bauen. Jetzt stehen mir die im Weg. Egal, ich klatsche den jetzt dahin. Passt schon. Große Truhe. Rezept. So, ich weiß uns eh nicht, was wir mit dem Geld machen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall was zu essen mitnehmen. Am besten genug. Ach Mann, das nervt mich jetzt. Ich weiß nicht, ob die noch da ist.
So, dann haben wir da noch Milch. Und hier haben wir noch Eier. So. Ein Sprinkler haben wir noch. Achso, nee, Blödsinn. Kann ich das abbrechen? Nee, kann ich nicht. Ja, dann müssen wir morgen nochmal rüber. Und... So, passt. So. Es ist halt noch keine Zeit, ne? Und die geben gut. Weißt du was? Ich schaue, ob sie noch da ist. Aber wahrscheinlich nicht ab 18 Uhr, glaube ich. Ist Sendepause. Ja, ist niemand mehr hier. Oh Mann. So, dann schauen wir. Hat irgendjemand vielleicht heute Geburtstag? Nö. So. Hier haben wir noch zwei Narzissen, die wir her schenken könnten. Ja, wieder. Was mag er überhaupt? Pam? Probiere ich die zwei? So viele Sachen habe ich nicht. Ich müsste die Sachen von zu Hause holen. Und aber wenn wir schon dabei sind, vielleicht das mal noch die Frühlingssachen anbauen. Dann schaue ich, ob ich noch Samen habe für. Habe ich sowas nicht mehr? Sieht nicht danach aus. Achso, warte mal, die Samen. Machen wir so. Dann, achso, einen Sprinkler wollte ich mitnehmen, warte. Klar. Da haben wir mal 10 Stück.
Und hier könnte man eigentlich ja die drei, also wären nur mal zwei gewesen, noch dazu schmeißen. So. Das heißt, die zwei Sprinkler haben wir wieder rein und das können wir verkaufen. So. Da haben wir Reis und da haben wir Reis. Okay, in der Herstellung. Ein Trommelblock. Gib das Geräusch einer Trommel ab, wenn du vorbeigehst. Eine Flöte. Aha. Aha. Benutze ihn, um die Regenwahrscheinlichkeit am nächsten Tag stark zu erhöhen. Wird bei Benutzung verbraucht. Aha. Wo ist jetzt die große Truhe? Holz und Kupferbarren. Achso, Holz habe ich nichts, ne? Kupferbarren hätte ich genug. Ja, nee, da schauen wir dann morgen noch. So, die Samen haue ich jetzt noch hier rein. Und dann passt das. Ja, dass unsere Energie und alles wieder aufgefüllt wird, würde ich sagen. Wir gehen einfach ins Bett und schauen uns dann morgen nochmal in der Schädelhöhle um. Ich sage Dankeschön, gute Nacht und bis morgen.